sollten keine Zeit verlieren. Ich lasse jeden imperialen Piloten blass. Das könnte spaßig werden. Ich lasse jeden imperialen Piloten blass. Stehe bereit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Hab schon schlechtere Ideen gehört. Lasst mich ins Cockpit. Du freust dich wohl, mich zu sehen. Stehe bereit. Freust dich wohl, mich zu sehen. Ich mich auch. Bereit, wenn du es bist. Ich bin so bereit wie noch nie. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. James. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Teresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid.
niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken. Machen wir es richtig. Tod den Rebellen, Sieg dem Imperium. Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Squadrons. Das wollte ich schon seit ewig langer Zeit spielen. Ich hoffe, das kommt von der Lautstärke alles hier soweit hin. Und nach der ersten Aufnahme überprüfe ich das erstmal alles. Ich weiß nicht, inwieweit diese Videos auf dem Kanal bleiben werden, weil sie doch ziemlich viel Original, ja, Sound gibt. Ich muss mal gucken. Also entweder werden die, werden sie wieder weggenommen von YouTube oder ich habe Glück und ja, ansonsten muss ich mal was anderes einfallen lassen. Gut, ich würde aber sagen, das ist aber, Moment. So ist mir eigentlich lieber. Okay, ich würde sagen, wir steigen dann einfach mal ein. Okay, in VR wäre es wahrscheinlich noch richtig geil. Beginne Startvorbereitung. Okay. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Kein Problem. Mit Y. Okay. Systeme sind bereit. Okay. Ich gebe mir Mühe. Tippe T an, um ein vorausliegendes Ziel Ziel auszuwählen. Okay. Oh Gott, die ganzen Tasten, das wird mich jetzt schon. Ja. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Okay. Und wie leite ich Schub ein? Oh, weh. Okay. Wow, okay, alles klar. Was? Achso, das haben wir ja. Der Rest der Flotte ist zurück von Malastair. Okay, also W und S ist abbremsen, also beziehungsweise Höhen. Das habe ich gerade versucht zu erklären. Oh, Alter. Leute, ich muss hier noch klarkommen, aber ich finde es geil. Aber in VR wäre das wahrscheinlich noch geiler. Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Ah, da ist meine. Okay, da ist meine Maus. Warte mal, ich muss mal eben. Ah. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Ich hoffe, mein Rechner. Eigentlich sollte er das hinkriegen. Ja. Okay. Ja, das ist wohl wahr. Oh Gott, ich treffe doch nie irgendwas. Wow. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Mein Gott. Wow. Alter Falter. WS um auf halbe Geschwindigkeit. Okay. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Das wird knapp, Pilotin. Diese Quasarträgerschiffe sind etwas zu nah. Oh, Alter. Okay. Ich folge erstmal nur dem Captain Javes oder Jarvis oder wie auch immer er sich aussprechen wird. Gut, alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Es macht mich ein bisschen kirre. Hier ist meine Maus. Uah.
Und da ist mein... Erik-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt den Hyperraumsprung an. Okay. Gut gemacht. Erreiche den Gosanti-Kreuz, um anzudocken. Okay. Kann ich ein bisschen Gas geben? Ist nämlich ein bisschen langsam hier. Ey, Alter, ich sehe hier gar nichts. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. Wow. Okay. Ja, bitte. Ah, okay. Haben wir geschafft. Puh. Okay, der erste Ausflug war schon mal geil. Du kannst... Okay. Wollen wir jetzt aber nicht. Erik-Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Erik, wir haben Unterstützung. Doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Okay. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Gib Schubrakete. Jeha! Wie gesagt, ich hoffe, dass mit dem Sound und mit der Grafik funktioniert alles. Aber psch. Ich hoffe, dass die Videos nicht geklemmt werden. Das wäre total doof. Wow. Foster Haven. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Mhm. Ich könnte den Sound natürlich auch sehr leise drehen, aber das bringt ja weder euch was noch mir was. Mal ein bisschen mehr Schub geben. Oh, Entschuldigung. Okay, also mit der rechten Maustaste kann man schießen. Das ist schon mal gut zu wissen. Hallo, Leute. Trägerschiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Tippete um und so weiter und so fort. Okay. Wow. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Okay. Ein Kinderspiel. Klar ist das ein Kinderspiel. Ziele in der Mitte des Sensors. Ziele. Okay. Wow. Ja. Okay, ich soll immer noch folgen, ne? Immer noch folgen. Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Scannen. Um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen, blicke es an und tippe T, um es als Ziel zu erfassen. Nähere dich ihm anschließend. Der Scan beginnt automatisch, wenn du in Richtung des Ziels siehst und dich weniger als 1000 Meter davon entfernt befindest. Moment. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Okay, gleich wird gescannt. Jetzt. Fracht wäre wie... Verifiziert. Keine Anzeichen für Herkunft aus Alderaan. Weitersuchen. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ja, mach ich. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahm nur das Schiff nicht. Gleich gibt's doch tierisch Ärger, oder?
Hilfe ein anderes Schiff. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Da, ein Schiff versucht zu fliehen vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. Okay. Waffensysteme hochfahren. Pilotin, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Hören Sie nach, ob Sie die Flüchtlinge verstehen. Laser abzufeuern, okay. Wow, abbremsen, Alter. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Mhm. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. F, um zwischen Zielen zu wechseln. Okay.